Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge hier im LS19 auf der Oberkrebach. Ja, sieht leider allerdings ein bisschen anders aus. Was heißt leider? Ich freue mich eigentlich drauf. Der Season ist raus. Leute, Season für die Konsole. Joho. Anlässlich des feierlichen Tages, ihr seht, also ihr merkt, ich bin sehr gehypt von dem Ganzen. Habe ich mal ein neues Safe Game gestartet. Einen neuen Spielstand und habe mal einen neuen Fuhrpark erstellt. Der Fuhrpark, ja gut, ein paar Traktoren sind anders, bisschen Anhänger, aber sonst, ich habe die Gerätschaften, die hier drauf waren, die habe ich ein bisschen verkauft. Also ich habe nichts geschiedet oder so und davon habe ich jetzt erstmal neue Traktoren, Gerätschaften gekauft. Unser schicker Klaas ist noch geblieben, unser Mähdrescher, aber sonst ist ein bisschen, wie ihr schon gesehen habt, hier der Fan ist neu, Sämaschine ist neu, so ein bisschen. Düngerstreu ist ziemlich gleich geblieben und ein Deutz haben wir jetzt. Wir haben ein Deutz, jawohl. Bisschen abwechslungsreicher, mal gucken. In diesem Season soll auch ein bisschen, ja, detaillierter gespielt werden. Also ich möchte gerne das noch ein bisschen, ja, reeller spielen. Der Season ist raus, der Season soll reeller sein. Also möchten wir, oder möchte ich das auch ein bisschen reeller noch spielen. Soweit es möglich ist auf der Konsole. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und wir werden mal so ein bisschen damit anfangen. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Und zwar in diesem Menü hier sieht man ja, ist ja auch alles neu. Also das ist quasi wie im LS17. Ne? Man sieht, wann was gesehen werden darf. Und wie ihr seht, habe ich erstmal auf 3 Tage gestellt, um erstmal reinzufinden in das Ganze. Noch dürfen wir nichts ansehen, weil es einfach noch zu kalt ist. Also ne, wir können erstmal noch nicht sehr viel machen. Das hier ist die erste Seite, also ich stelle das jetzt auch mal noch so ein bisschen vor. Hier hast du die Tagestemperaturen, also Wetter quasi. Es ist einfach das Wetter, wie man, ne, wie man es halt kennt. Ist jetzt, denke ich, auch nicht so viel Neues. Das ist interessant hier, also ja, Frostbeständigkeit, also ja. Hier sieht man, was Frost ab kann, was kein Frost ab kann. Die Tabelle finde ich eigentlich ganz gut, aber man sieht ja anhand der ersten Tabelle, also wann man was einsehen darf, sieht man ja schon, ob das geht oder nicht. Also ja, aber finde ich an sich recht interessant, also schon ganz cool das Ganze. Ja, Tiere haben wir noch nicht, können wir noch nicht so viel zu sagen, aber das ist auch richtig interessant, das Feature. Also viele kennen es wahrscheinlich schon von den Konsolen jetzt, von den PCs, aber wenn wir uns Tiere holen, werde ich dazu auch noch mal ein bisschen was sagen, denke ich mal. Aber jetzt haben wir erstmal noch nichts, aber wird sich demnächst ändern. Gut, hier die Preise, wie aus dem LS17 kennt man ja, dass das, ne, steigt und fällt, wann man was am besten verkaufen kann. Ist, denke ich, ja, wer es gespielt hat im LS17, sollte wissen, was ich meine. Ja. Hier kommen wir jetzt zu den Fruchtfolgen und da habe ich jetzt mal erstmal provisorisch so ein bisschen was eingegeben. Ich wollte das vorhin mal einmal kurz austesten. Wir haben jetzt auch erstmal nur 3 Felder, deswegen habe ich die Fruchtfolge für 3 Felder erstmal angegeben. Ja, kleine Info noch, Fruchtfolge muss man nicht angeben. Das ist nur so ein kleines Feature, was halt, ja, was man halt machen kann. Man sieht dann halt, wie viel Ertrag man rauskriegen kann. Es ist aber kein Muss. Also man muss es nicht machen, aber da wir jetzt ein bisschen reeller spielen wollen, also ich weiß jetzt nicht, ob das so weit okay ist, wie ich es hier eingestellt habe, aber ich werde das jetzt erstmal so lassen. Also müssen wir mal sehen, wie wir es am dümmsten machen. Wir müssen jetzt nur sehen, wir haben ja 3 Felder, müssen uns jetzt nur merken, welches Feld wir halt als Fruchtfolge, sag ich mal, Feld 1, 2 oder 3 nehmen wollen. Das müssen wir uns merken und dann müssen wir halt sehen, wie wir dabei gehen. Gut, und Einstellungssache, das ist, denke ich mal, auch klar aus dem LS17. 3 Tage habe ich erstmal an. Schnee darf alles sein. Also, ja. Wie fangen wir denn am dümmsten erstmal an? Haben wir Lagerbestände? Ich muss mal kurz gucken. Also ansehen dürfen wir ja, glaube ich, erstmal noch nichts, ne? Oder können wir erstmal noch nichts? Ich gucke nochmal schlauerweise rein. Ja, was könnte man, wir sind am ersten Tag, im Weizen, aber alles was blau ist, hier hinten Gras, na gut, Gras könnten wir ansehen, aber den Rest noch nicht.
Gut, ansehen können wir erstmal noch nichts, weil wir eine Bodentemperatur von 4 Grad haben, glaube ich, und eine Außentemperatur von 2, minus 2, denke ich mal. Also ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, ob das so funktioniert. Wir gucken mal in die Lagerbestände, ob wir da irgendwas haben. Ja, wir haben ein bisschen was. Vielleicht können wir ja dafür, dass wir in der ersten Folge nicht ganz so doof rumstehen hier. Deshalb werden wir die Zeit, denke ich mal, für den ersten Tag auch, ja, ein bisschen schneller machen. Ne, dass wir hier halt erstmal so reinfinden, ein bisschen Arbeit machen können und ja, wir schauen mal, was haben wir denn hier? Wir könnten Sojabohnen, 1.900 €, würde ich sagen, verkaufen wir. Das werden wir aber mal mit dem Deutz hier machen. So, dann machen wir schon mal ein paar kleine Arbeiten, um uns hier ein bisschen reinzufinden. Ich werde außerhalb der Aufnahme noch ein bisschen gucken, ob wir noch ein bisschen, oder ob, ja, naja, was heißt, ob, dass ich mich da noch so ein bisschen mehr reinfinde, werde ich noch ein bisschen gucken. Und, ja. Dann hoffe ich, wird das Projekt doch relativ erfolgreich werden. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm, dass wir von der normalen Obergräbach auf den Seed gewechselt sind. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen in eurem Interesse. Wo war denn Agroma nochmal? War doch da unten, ne? Ne, Agroma war da hinten. Aha, okay. Gut, dann machen wir das mal zu. Ich möchte auch, wenn es geht, so viel wie möglich in der Innenansicht spielen. Also, ja, es wird sich halt nicht so viel ändern wie zu dem anderen Spielstand, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte es dann schon ein bisschen reeller noch spielen. Also auch, dass wir ein bisschen mehr auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten und naja, dass das halt alles ein bisschen ordentlicher wird. Weil ich finde, anlässlich dieses Season Mods, worauf ich mich wirklich sehr gefreut habe und vorhin auch echt schon mal ein bisschen reingeguckt habe, ja, möchte ich halt dann auch, weil der Season ist ja dafür da, dass es ein bisschen reeller wird, dass wir dann auch ein bisschen reeller spielen. Das soll's eigentlich so im Großen und Ganzen sein. Mal sehen, ob uns das gelingt, wie uns das gefällt. Mal sehen. Vielleicht sagen wir ja nachher auch nach 20 Folgen Season, oh, es ist doch ein bisschen knifflig und es ist nicht so unser Ding. Aber ich möchte mich da echt gerne reintasten und ich glaube wirklich, dass das Spaß macht. Gerade so mit den Tieren. Das ist ja doch ein bisschen anspruchsvoller, ne? Also es gibt nicht jede Kuh automatisch Milch. Es gibt auch Rinder, die einfach nur da sind, ja, Fleischmasse anzusetzen und dann verkauft zu werden. Also ist schon cool. Da müssen wir uns mal reinfinden. Also ich find das, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Wenn wir erstmal noch ein paar Lagerbestände verkaufen. Also ich habe jetzt noch nicht alles gekauft, ne? Wir wollen uns ja im Ingame nachher noch ein bisschen was kaufen. Deswegen Abdeckung öffnen. Genau, links. So, dann musste ich mal einmal kurz anmachen, weil ich gerade nicht mehr genau wusste, wie das jetzt war. Also wie gesagt, wir wollen uns dann nachher auch noch ein bisschen was kaufen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, das wird echt Spaß machen. 21.000 €. Dafür, dass wir erstmal nichts machen mussten, ist das, glaube ich, okay. Da hinten kommt ein Auto. Wir spielen hier übrigens wieder auf neuer Farmer, ne? Also falls jemand fragt, so, also ist es neuer Farmer. Und ja, ich denke mal, wir bleiben erstmal bei zwei Traktoren. Das sollte, denke ich, auch erstmal reichen. Also Season habe ich auch schon im LS17 gespielt, also ist jetzt nicht ganz fremd für mich, aber wie gesagt, durch die Anordnung mit den Tieren jetzt, dass das alles neu ist, finde ich das. Also, wie gesagt, ich freue mich da echt drauf und ich hoffe, dass wir da wirklich Spaß haben werden. Da hoffe ich wirklich drauf. Muss halt nur mal sehen, wie wir das jetzt zeitlich hinkriegen, bis zum Ende des Jahres. Muss ich mal sehen, weil ab und an passt das von der Zeit her nicht bei mir. Deswegen, also, es war schön, dass es jetzt rausgekommen ist. Finde ich auch gut, aber ich muss mal sehen, wie ich das zeitlich eingebunden kriege. Aber mal sehen, da müsst ihr euch ja keinen Kopf drüber machen, sondern ich. So.
Gut, dann spulen wir den ersten Tag erstmal ein bisschen vor, weil wir können ja noch nichts machen. Oh, guck mal, die Temperatur oben steigt schon mal, okay. Also verändert sich die Temperatur auch im Laufe des Tages. Dann könnten wir ja vielleicht nachher doch noch was ansehen. Ja, und das ist das, ne? Das ist neu, man muss das erstmal sehen, wie das so alles funktioniert. Und es ist schon cool, also es ist anspruchsvoller. Sonnenblumen verkaufen wir noch, auch bei Agroma. Das machen wir auch noch. So, verkaufen. Ist schon wirklich cool. So, Plane wieder zumachen. Dann werden wir das noch verkaufen und dann denke ich mal, für so ein Einsteigervideo vom Season, denke ich mal, ist das erstmal okay gewesen. Das soll es dann, glaube ich, auch für heute erstmal gewesen sein, denke ich mal. Also wie gesagt, ich freue mich riesig auf das Projekt. Es wird hoffentlich sehr viel Spaß machen. Wir werden hoffentlich viele neue Sachen sehen, die wir noch nicht kannten. Klar, für PC ist es halt schon raus. Also für viele wird es dann halt wahrscheinlich nicht so viel Neues geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für den PC habe ich mir das zwar auch angeguckt, aber ich habe es mir jetzt nicht jeden Tag angeguckt, weil ich wollte mir das für die Konsole noch ein bisschen offen halten, dass ich da die Freude nicht so dran verliere so schnell, ne? Also das, und das hat, denke ich mal, auch ganz gut geklappt. Also ich habe das gestern schon so ein bisschen bei ein, zwei anderen YouTubern gesehen, dass das angekündigt wurde, dass das heute kommen soll. Ich war da so ein bisschen skeptisch erst, habe mir gedacht, na, ob das wirklich so ist, aber doch um 10 war dann ja der Punkt, wo es hieß, Season darf gespielt werden. War natürlich schon sehr, sehr geil. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen die Temperatur im Auge behalten, ne? Also das nicht, dass wir heute doch noch sehen können. Das wäre natürlich ideal. Ich weiß jetzt nur nicht. Achso, ja. Das mit der Frostempfindlichkeit, das ist dann bestimmt über Nacht. Da müssen wir dann wahrscheinlich in die Karte gucken, was wir ansehen wollen. Und müssen dann sehen, wie sich die Temperatur im Laufe des Tages verhält. Ah, das ist ja, und dann halt auch über Nacht, ne? Dass wir da nicht ja, Frost kriegen. Ja, das ist ja. Also ist das dann doch ein bisschen heikler, das Ganze. Okay. Das ist ja cool. Also wie gesagt, freut mich wirklich. Aber ich denke mal, das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Ich denke mal, so zum Einstieg, wie gesagt, reicht das erstmal. In der nächsten Folge werden wir uns dann damit noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Ich denke mal, da wird es dann so ums Ansehen gehen und ja. Dann müssen wir auch mal sehen, wie das nachher mit den Tieren so ist, weil ich will mir auf der Kühe holen. Aber das schauen wir uns dann alles in Ruhe in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Video, die nächsten und die kommenden und die davor auch anschaut. Lasst auch gerne ein Abo da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!